Hallo ihr Liebe, es freut uns wieder, dass wir eingeschaltet haben. Sarah und ich sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs und da gehen wir die Traumschleife Erbachklamm. Die Tour gehen wir auch nicht allein, wer da alles dabei ist, das sehen wir gleich in dem nächsten oder übernächsten Clip. Die Tour hat ungefähr 8,9 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die so sind, dann bleiben dran. Eigemeier, da sind wir wieder. Und schon wieder sind wir nicht allein. Gucken wir mal, wen ich echt da hinten angeschleppt habe. Also, Emo hat sie mich angeschleppt, aber da hinten sind noch zwei andere. Ich habe ihn nicht angeschleppt, ich habe ihn abgeschleppt. Moje, heute geht's auf die Traumschleife. Wie ist die Nummer? Erbachklamm. Hallo meine Lieben, ja, und ich werde mir das wieder mal richtig, richtig live geben. Und ihr hoffentlich seid mit dabei. Also dann, auf gute Tour. Das war Feli. Ja, deswegen hatte ich von Anfang an schon gedacht, wenn hier dann wieder der Woche. Bin in die andere Richtung gefallen. Hast auch mit drauf. Die wiegen dann auch in die Kamera. Oh, eine Brücke. Die ist aber schon ziemlich alt und klebrig. Jetzt haben wir wohl noch gelegt. Wir legen ihn lieber zuerst. Ja. Komm erst, wenn du drüben bist. Habe ich letztes Mal unterwegs gemacht, den ich nicht. Weißt du es nicht?
Wie war das damals mit der Oma? Ich war schon hier, wie du jetzt bist. Die Oma kam mir einfach weiter entgegen, ist abgerutscht und hält sich an mir fest. Und das zu Corona-Zeiten, ne? Und keiner wusste, was damit ist. Das war der Zeitpunkt, wo ich noch habe. Ich hab die Schmerzen. Oh, das ist warm. Ja, warm ist es. Gehen. Oder wandern, wie auch immer. So, wir haben es geschafft. Wir sind in den furchtbar schwierigen und steilen Weg haben wir hinter uns, der übrigens wunderschön war. Und auch die schöne knorrische Eiche, die rechts und links gestanden haben. Der hat ganz schön was an Muckis in den Beinen verbraucht. Wir freuen uns heute Abend auch schon auf ein Felix sehr gutes Essen. Und letzten Endes war es auch lustig. Und jede Bank haben wir mitgenommen, uns überall wirklich gut durchgequatscht. Letzten Endes, dieser Weg ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr fit seid. Die Jungs da hinten, ich glaube, die wollen euch auch noch Tschüss sagen. Ciao. Ja, Sarah hat alles dazu gesagt. Mir bleibt jetzt noch übrig. Liebe Grüße an den Timo und den sympathischen Jäger. Vielleicht sehe ich das Video. Alles Gute. Ciao. Ja, da kann ich mich natürlich nur anschließen und nochmal schöne Grüße an den Topper, der heute leider nicht dabei sein konnte. Hey, muss leider arbeiten. Ja, tut mir leid, ist mir so rausgeplatzt. Und ja, vielen Dank, dass wir so einen schönen Tag hatten an alle, an die Strauß, an den Peter, den ihr gleich noch sehen werdet. Und ja, guckt auch die anderen Filme von uns und bis bald. Ciao. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Mit Strauchswanderlust unterwegs zu sein, lässt mein Herz frohlocken, genauso wie auch mit Sascha und ja, schöne Grüße auch an den lieben Topper, der heute leider nicht dabei sein konnte, aber tja, was soll man machen? Bis zum nächsten Mal. Natürlich noch liebe Grüße, Topper. Wahrscheinlich, weil du nicht dabei warst, war es auch ein schöner Tag. Nee, Quatsch. Ne? Ich mach jetzt Tschüss.